Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Check von den. Mensch, ich vergesse immer den Namen. Hier stand irgendwo mein Name, die haben einen Namen. Von den Airbuds, ja, aber welchen Namen? Mini Pro heißen die. Mini Pro, genau. Das sind die Mini Pro. Die sind, verstecken sich hier drin. Ich habe auch extra mal die anderen geholt. Die sind auch von der gleichen Firma. Die sind toll. Die sind richtig, richtig toll. Extra nochmal alles so gemacht wie original. Muss mal gucken. Kabelei und so ist nicht mehr hier drin. Das ist, ich habe jetzt einfach nur das jetzt mal wieder so hin gemacht hier, weil das ist oben bei Frauchen. Hat Frauchen sich nämlich hier sichert. Das sind geile Teile, sage ich euch. Das sind geile Teile. Guckt euch die an. Guckt euch die an. Die sind geil. Wie die alten von Apple oder von Samsung. Oder Huawei hatte damals auch so eine Kopfhörer mit bei, kabelgebunden natürlich. Ja? Aber guckt euch das an. Ist das nicht ein Traum? Schöne Kopfhörer. Ganz normal, oldschool. So wie wir es kennen. Ganz normal. Oh, herrlich. Herrlich. Die wollte ich euch unbedingt nochmal zeigen. Also, wenn ihr auch so diese In-Ears hasst, dann. Ich werde die euch auch mal verlinken in die Videobeschreibung. Da könnt ihr nichts verkehrt machen. Die haben einen schönen Sound. Könnt ihr als Headset benutzen. Alle super. Mikrofon ist mit drin. Active Noise. Also APTX und so ist mit drin. Und was weiß ich. Die machen einen richtig geilen Sound. Tragen sich gut. So, jetzt kommen wir zu den In-Ears. Ihr wisst, ich mag die In-Ears nicht so. Es gibt ganz wenig In-Ears, die ich tragen kann. Jetzt tragen wir die. Jetzt müssen wir erstmal hier die verbinden mit unserem Handy. Da sind die Mini Pro. Wir verbinden die jetzt. Koppeln. Koppeln. So, wir sind gekoppelt. Wir sind verbunden. So. Muss ich jetzt mal gucken, wo hier rechts und links ist. Steht das irgendwo drauf? Nicht. Ja, okay. Selbst auf der Packung, wenn man sie rausnimmt, ist nicht drauf, ob sie links, was hier links und was hier rechts ist. Aber ich denke mal, das Logo kommt so hin und das kommt dann raus. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig hier. Ja, ich merke schon wieder den Druck. Ich hasse die Dinger, weil die sind immer, haben immer so einen Druck im Ohr. Also die sind relativ weich. Aber ich merke das halt trotzdem. Weil du hast ja das im Ohr, du schiebst das ja rein. Und die normalen Kopfhörer, die machst du einfach nur so, zack. Aber naja, also die sind auf jeden Fall nicht so belastend wie gedacht. So, jetzt. Wo haben wir denn jetzt Spotify gelassen? YouTube lassen wir offen. Da kann ich dann auch gleich rein switchen. Nehmen wir erstmal wieder Spotify. Nemesis.
Bin ich denn jetzt nicht mit dem verbunden? Sind sie denn jetzt hin? Mini, da. Medien, ist alles da. Verbinden. Ah, jetzt sind sie connected. Okay. Das hört sich doch gleich wieder schön an. Im Gegensatz, ich hatte eben diese anderen, die preisgünstigen Kopfhörer getestet. Kein Vergleich zu denen. Also die Instrumente kommen gut rüber, die Stimme kommt gut rüber. Ja. Ich habe jetzt extra Unikat nochmal angemacht, weil da hast du so ein Drum, kommen die Drums und dann singt er und man hört die Drums, man hört ihn singen, es verschwimmt nichts, also ist ja sowieso, Klang ist sowieso mal im Auge des Betrachters. Aber vom Klangbild gefallen sie mir. So, jetzt gucke ich mir in Hangout. Es rendert, es lädt noch. YouTube. Hört sich klar und deutlich an. Aber auch ein bisschen hallig. Echo, also. Muss ich den Sound wahrscheinlich mal umstellen? Ich habe ja hier. Ich habe ja hier so Soundeinstellungen irgendwo im Handy. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und da sitzen sie wieder drinnen. Brauchen wir nur rennen, machen, zack, bumm. Und dann werden sie auch gleich wieder geladen. Ich habe extra die nochmal geladen, damit man das sieht. Leuchtet dann grün. Ja. Es sind immer noch In-Ears. Der Sound ist aber gut. Sehr gut sogar. Und der ist noch nicht mal bei mir großartig eingestellt. Man kann ja natürlich im Handy, bei den meisten Handys gibt es auch noch Soundoptionen, dass man da noch irgendwas separat einstellen kann. Equalizer und was weiß ich, was man da alles einstellen kann. Dann würde es natürlich noch ein bisschen besser rüberkommen. Aber so war das schon eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Also ich finde es okay. Das Einzige ist halt wirklich, dass es In-Ears sind. Und ich habe jetzt hier die kleinsten, glaube ich, drauf. Und man merkt sie halt noch im Ohr, dass man sie trägt. Und dass sie drin gesteckt wird halt ins Ohr. Man merkt es. Ist jetzt nicht mein Favorit. Also ich bin da eher für die, die man einfach nur so, die sind, werden zwar auch als In-Ear ja bezeichnet mittlerweile, aber die sind nicht In-Ear. Also das sind die R3. Ja, kommt halt drauf an. Wenn ihr In-Ears könnt und für euch In-Ears interessant ist, dann könnt ihr ruhig die holen. Die haben einen guten Sound. Tragkomfort, was ich jetzt so sagen kann, ist okay. Obwohl ich selber persönlich nicht mag. Wenn ihr keine In-Ears wollt, dann holt euch die R3. Da habt ihr dann mehr davon. Weil die sind dann... Seid dann auf der sicheren Seite, dass ihr wirklich keine In-Ears habt. Sowieso wie alten AirPods. Bap, rin, bumm. Die haben auch einen hervorragenden Sound. APTX mit bei und Noise Cancelling und was. Ach, die haben da so viel Zeug jetzt immer mit drin geballert. Klangbild kommt ja drauf an. Und ob euch der Klang dann gefällt oder nicht gefällt. Und bei beiden kann ich euch sagen, die sind gut.
Wenn ihr Musik hört, ihr hört die Musik, ihr hört die Stimme vom Sänger noch. Wenn ihr ein Handy habt, was halt wie der Huawei, mein alter Huawei P30, P30 Pro, hat der dann immer noch einen Equalizer mit bei und was man so zuschalten kann. Hier bei dem habe ich es noch nicht gefunden. Aber da hatte ich es mal kurzzeitig. Muss ich mal gucken. Das hat auch eine Einstellung, dass man den Ton noch mal ein bisschen anpassen kann. Dann könnt ihr immer noch ein bisschen zusätzlich rausholen, aber so rein Grundklang ist schon super. Kann man nicht meckern, also muss ich mal so sagen. So, das soll soweit auch gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Also ich werde die jetzt nicht weiter testen. Die werden am 16. für Ingeborg, für den Geburtstag sein. Da wird sie sich freuen. Weil die braucht neue. Dann kann sie unterwegs Musik hören, wenn sie zur Schule läuft oder von der Schule nach Hause kommt. Da freut sie sich, weil ihre sind kaputt gegangen. So, ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.